Also Zauberer sind echt launisch bis zum Abwinken. Eure Untergebenen sind sauer, weil dafür, ihr sie nicht bezahlen könnt. Sind die eisernen Jungfrauen, die eigentlich die Zicken sein könnten, aufgrund ihres Geschlechts und so, überhaupt nicht zickig. Die sind sowas von genügsam, ist unglaublich. Die mag ich echt, das sind ganz, ganz, ganz nette Mädels, die kann man prügeln und kloppen, so viel man will, und die sind immer noch gut gelaunt. Und, ja, gut, bauen wir hier eine Brücke rüber. Ich habe kein Geld. Ach, ist ja keine Brücke. War ja der Wachraum. So, hier hoch ging's, genau. So, hier wird's nämlich noch ein paar Specials geben. Zack. Und vermutlich muss man da nicht mal so weit graben. Ich könnte übrigens mal speichern, einfach weil ich es ja schon geschafft habe. Dass wir hier weiterspielen, ist ja im Prinzip eher ein Bonus als jetzt wirklich noch nötig. Aber eben, es gibt immer wieder ein paar Goodies in diesen Karten, die einen eben... Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Die eben auch... uns dann weiterbringen. So. Hier sind wir schon überall durch. Hier können wir uns rübergraben. Wobei das hier nicht so aussieht, als ob es noch was gibt. Da kann ich ja mal einen bösen Blick werfen. Genau, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Warum auch immer. So. Und auch da ist nichts mehr. Das Dungeon Special wird eben dieses da hinten gewesen sein. Hier unten wird es auch nichts mehr geben. Davon gehe ich aus. Gibt's hier oben noch was? Eine Tür wurde hergestellt. Außer Lava. Und Lava. Gibt's hier eigentlich auch nichts mehr. Das heißt, nur noch da oben gibt's wirklich wichtige Erkenntnisse. Und du arbeitest dich dann mal davor. So. Da ist der, da ist der, da ist der, da sind die, da ist der. Wieso arbeitest du da nicht weiter? Du Nase. Na, komm schon. Ja. Eine Tür wurde hergestellt. Komm, hier ein Imp. Ja, doch, hier, genau, da geht's rein. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So. Ihr müsst ja jetzt eigentlich demnächst viele Fallen geben, so wie ich das sehe, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht täusche ich mich auch einfach. Und hier ist einfach gar nichts. Genau, wusste ich doch. Hier ist eine Falle. Das juckt mich jetzt aber eigentlich nicht sonderlich.
Denn du kannst ja hier weiter forschen. So, hier hinten gibt es magische Türen. Magische Türen sind die ganz grandiosen. Bam. Das war eine Vergeltungsschlagfalle. Eine Falle wurde hergestellt. Ich muss nicht tun. Haben wir genügend Gold? Ihr habt nicht genügend Gold. So, auf jeden Fall gibt es da oben gut... gut eure geschützte... sich dem Ende zu. Schätze, offensichtlich. Ich hoffe ja, dass die dann auch die ganze auf... der ganz, den ganzen Aufwand wert sind. Den ganzen Aufwand. Ihr habt nicht genügend Gold. So, Dille. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. So, das war die Sache. Die Falle gibt's dann auch nicht mehr. Eure Goldreserven neigen sich. Ich finde das so krass, ich habe jetzt inzwischen die ultimative. Eine Tür wurde hergestellt. Eisentüren haben wir inzwischen. Aber immer noch nur Blitzfallen. So, dann können wir doch hier mal schauen. Na komm schon. Können wir doch hier mal schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen weiterkommen. Also, ich meine damit, was sich hinter diesen lustigen Türen befindet. So. Wer geht mir richtig auf den Keks? Ich glaube, die Zauberer gehen mir richtig auf den Keks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, mach die Tür platt. Es kann natürlich sein, dass hinter diesen Türen diese lustigen Indie-Fallen sind. Und die Zauberer dabei aufgehen. Genau, die Indie-Fallen, die habt ihr ja jetzt eben gesehen. Wen mag ich noch nicht? So. Das ist eine gute Maßnahme, um gegen diese Indie-Fallen vorzugehen. Einfach die Kreaturen aufnehmen. Was ist da? Verborgene Welt finden. Na, das hat sich doch gelohnt, oder nicht? Mit dieser verborgenen Welt finden können wir eben eine zusätzliche Bonuskarte spielen, die dann hoffentlich besonders Spaß macht oder eben viel mehr Spaß macht. Dafür schließe ich jetzt hier erstmal ab. Bis diese Indie-Falle sich ausgerollt hat. Und irgendwann geht die ja kaputt. Man könnte auch einfach umgraben, weil dann diese Indie-Falle quasi einen anderen Weg nimmt. Zum Beispiel hier in die Lava. Dafür könnte ich quasi einfach... Boah, die hebt aber ewig. Na, dann grabe ich doch hier mein Loch. So, dafür müsste ich doch einen Imp erzeugen. Hier, Magie. So, Imp. Ich muss nicht tun. Eine Falle wurde hergestellt. Genau, jetzt bin ich gespannt, wo die Falle hingeht. So, hier runter. Und hier zerbröselt sie jetzt endlich ausgezeichnet. Dann können wir uns dieses Spezial holen.
speichern vorher noch mal kurz. Naja, eigentlich könnten wir unter Bennett Place speichern inzwischen. Spiel gespeichert. So, haben wir da gespeichert und dann... Spiel gespeichert. Ihr habt ein verborgenes Königreich gefunden. Genau, und dann geht's quasi hier danach in diesem verborgenen Königreich weiter. Also quasi einfach eine Bonuskarte, ein Bonuslevel. Wo wir ja mal sehen werden, wie das so läuft. Vermutlich katastrophal. Ausgezeichnet. Das war's dann auch schon. Das Spezial haben wir. Damit verlassen wir diese Karte. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Gespeichert habe ich, oder? Gespeichert habe ich. Zack. Eine Tür wurde hergestellt. Text. Panico. Nun regiert eine heulende, vertrocknete Vogelscheuche über dieses zerstörte, leere Land. Früher einmal war sie wunderschön, jetzt kommt einem bei ihrem Anblick das Mittagessen von gestern hoch. Ein wirklich beeindruckendes, was? Na gut, also irgendwie dieses KippeFX versaut mir hier diese Ansprachen am Ende, ist ein bisschen schade. Aber nun gut. Wir haben auch es wieder in die Highscore-Tabelle geschafft, Level 8. Mit 1230 Punkten. Mondlichtwald. Ein Dörfchen im Wald mit einer Bevölkerung, die Fremde mit offenen Armen empfängt. Dämonen und Legionen der Hölle könnten einmarschieren und ihnen würde vermutlich eine preiswerte Unterkunft samt fröhlicher Feier in einem warmen, gemütlichen Gasthof angeboten. Ja, das kann ja nett sein. Aber wir wollen ja jetzt erstmal diese versteckte Welt hier uns ansehen. Ja. Legen wir doch einfach mal los. Wie immer erstmal rauszoomen. Und speichern. Bennett Place. Und... gespeichert. Dann werden wir... mal schauen, was es hier so gibt. Da geht der Gegner los. Ah, okay. Ihr wurdet hierher gerufen, um eine Horde wild gewordener Teufler zu bestrafen, indem ihr sie mit um den Dungeon verstreuten in die Fallen beseitigt. Ihr habt nur wenig Zeit, also bringt das Ganze ins Rollen. Muahahaha. So, dann mache ich dich doch mal auf. Mache ich doch hier mal den. Du bist auch nicht mein. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe nur eine Dämonenechse. Mit dieser einen Dämonenechse mache ich jetzt mal eure Kreaturen werden angegriffen. Quasi diese Tür platt. Wir haben nicht viel Zeit. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Dann wird es hier abgeschlossen. Trainingsraum habe ich nicht, ne? Kann ich bauen? Ne. Kann ich gar nichts machen. Was? Zum Geier. Habe ich mal... Nö, habe ich auch nicht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr seid besiegt worden. Ja, offensichtlich.
Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wie ich diese Karte machen soll. Also, was ich... Wir fangen diese Karte natürlich nochmal neu an. Mondlichtwald. So, wir fangen diese Karte nochmal neu an.